Guten Morgen, gestern waren wir am Dreiländereck zwischen Sachsen, Bayern und Tschechien. Und heute geht es eben wieder los auf die Rückreise, das heißt auf nach Westen. Allerdings wollen wir jetzt nicht auf direktem Weg einfach nur zurückfahren, sondern wir haben uns noch ein paar Orte überlegt, an denen wir zwischendurch Halt machen wollen und die wir besuchen wollen. Was steht heute auf dem Plan? Ja, wir fahren als erstes zur KZ-Gedenkstätte Laura, und da ein Zeitzeugeninterview. Und dann geht es weiter zur Thüringer Warte. Und am Ende landen wir wo? Am Rennsteig. Also das heißt, auf in die Berge wieder heute. Erreichen wir auch schon Schmiedebach, das an einem wirklich steilen Berg im Thüringer Schiefergebirge liegt. Hier sind wir mit Frau Denk und Frau Gruner an der KZ-Gedenkstätte Laura verabredet. So nannten die Nazis das Lager mit dem Bergwerk, in dem sie die Triebwerke für ihre V2-Raketen getestet haben. Die V2-Triebwerke mussten getestet werden. Und weil wir so eine gute Bahnanbindung bis in das Schieferbergwerk hatten, das war der Besitzer des Schieferbruchs hier. Der hatte schon in sein Werk rein eine Zahnradbahn. Und dann wurden in Nordhausen die Triebwerke auf die Bahn verladen. Bis in den Oertelsbruch, das sind ca. 120 Kilometer, denke ich mal. Genau weiß ich es nicht. Hierher gefahren. Die Häftlinge hatten das Lager schon aufgebaut, wurden getestet. Bis zu 30 Testungen pro Tag ab Januar 1944. Die Triebwerke, die funktionierten, sind zurück nach Nordhausen gebracht worden, wieder mit Zug, und wurden dann als V2 abgeschossen. Circa 5000 sind abgeschossen worden. Über Holland, Belgien, England. Die Raketentests waren geheim, aber sie blieben natürlich nicht unbemerkt. Allein schon, weil die Raketentriebwerke einen unglaublichen Lärm gemacht haben und auch, weil Leute aus dem Dorf hier gearbeitet haben. Man muss bedenken, Schmiedebach sind ja nur 500 Meter weiter, ne? Weil früher immer gesagt wurde, wir alle wussten von nichts. Und die Häftlinge sind ja auch nicht, wie gesagt, es waren fast 20 Nationen, die konnten ja nicht einfach so in den Berg geschickt werden und irgendwelche Arbeiten machen. Pro 3-4 Häftlinge war immer ein Zivilarbeiter, ob so ein Ingenieur von der Versuchsanstalt oder... Hitler hat ja dieses Werk hier mit Mann und Maus verpachtet, gell? Also die ehemaligen Arbeiter waren dann auch mit hier, die wussten das schon. Und ich habe es erst wieder nachgelesen, viele haben auch versucht zu helfen. Die haben also ihr Frühstücksbrot irgendwo versteckt, das die SS nicht gesehen hat. Und die Häftlinge sind nacheinander, das ist auch hier drin beschrieben, vorbei. Und jeder hat einmal gebissen. Man durfte sich aber nicht erwischen lassen. In den ersten Heften steht es noch drin, dass einige Schmiedebacher auch mal ein paar Tage eingesperrt wurden. Die zum Beispiel zu der SS gesagt haben, das können wir nicht machen, oder haben über ihre Arbeit hier gesprochen. Dann wurden die auch für ein paar Tage Häftlinge in der Laura. Das Lager wurde am 13. April 1945 von US-Soldaten befreit. Durch eine Grenzverschiebung fiel Schmiedebach jedoch wieder in die sowjetische Besatzungszone. Nachdem die Sowjetunion hier zuerst selbst noch einige Raketentests durchgeführt hat, wurden die Teststationen im Bergwerk und das Lager demontiert. Dann wurde das Gebiet wieder landwirtschaftlich und zur Schiefergewinnung genutzt. Der Betrieb Schieferbergwerk wurde wieder aufgebaut, es wurde wieder Schiefer gewonnen, aber in einem volkseigenen Betrieb. Ne? In der DDR waren ja zu 90% volkseigene Betriebe. Aber wie kam es dazu, dass hier im ehemaligen Sperrgebiet eine Gedenkstätte entstanden ist? Gab es die schon in der DDR? Die Geschichte dazu hat uns sehr überrascht. 1965 haben nämlich Schüler mit einem Forschungsprojekt die bewegte Geschichte dieses Orts aufgearbeitet. Und das, ohne jemals einen Fuß hier ins Sperrgebiet gesetzt zu haben. Dann haben die Jungs damals Kontakt aufgenommen mit ehemaligen Häftlingen, sind praktisch nach Buchenwald gefahren, haben sich dort Unterlagen geholt oder haben da Einsicht bekommen und haben dann Kontakt mit Häftlingen aufgenommen und über
nur postalisch, weil E-Mail, Telefon gab es ja in der Zeit nicht. Telefon in der DDR war ja auch nur die Privilegierten. Ja, und dann haben sie die über einen Zeitraum von 3 Jahren diese Arbeit geschrieben. Und ich habe einen Durchschlag habe ich noch hier. Und diese Arbeit, das ist praktisch der Grundstein gewesen, diese Forschungsarbeit, diese Gedenkstätte ins Leben zu rufen und auszubauen. Die Jungs, die Arbeit geschrieben haben, die waren niemals hier oben gewesen. Die konnten ja nicht, weil man hätte einen Passierschein beantragen müssen. Das wäre ein langwieriger Prozess gewesen. Mein Vater war nun Lehrer gewesen, also er hätte den Schein wahrscheinlich auch nicht bekommen. Und wie gesagt, sie waren nie hier oben. Es ging alles über Buchenwald. Das war so ein Dreiecksgespann. Ne? Und auch die Lehrer, der Gottfried Weigel, die waren da sehr, sehr aktiv. Ab 1979 wurde schließlich eine kleine Gedenkstätte in der Scheune der LPG errichtet, die Besucherinnen und Besucher sogar besichtigen konnten. Und es kamen gar nicht so wenige. Besucherstatistik, KZ-Gedenkstätte Laura, Jahre 79 bis 89, 15.936, meistens in Gruppen. Also es gab schon die Möglichkeit, zum Beispiel Feuerwehrverein oder ja, Schulklassen, die konnten sich einen Passierschein beantragen in Stadt oder Land und entweder haben sie gekriegt oder nicht. Ne? Als wir hierher gekommen sind, hätten wir nicht gedacht, dass dieser Gedenkort so stark mit dem Engagement von Schülern zusammenhängt. Aber wie war das überhaupt? Wie ist die DDR eigentlich mit der NS-Vergangenheit umgegangen? Um das zu verstehen, müssen wir noch einmal in die direkte Nachkriegszeit blicken, denn der Antifaschismus spielte schon im Gründungsmythos der DDR eine zentrale Rolle. Dieser basiert vor allem auf der Antifaschismus-Theorie von Georgi Dimitrov, die davon ausgeht, dass der Faschismus die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals sei. In der DDR hat man sich sehr, sehr stark auf die Faschismusdefinition von Georgi Dimitrov bezogen. Und der hat quasi diese Faschismusdefinition geprägt in den 30er Jahren, in der er den Faschismus runtergebrochen hat auf auf die Finanzeliten, die diesen Faschismus sozusagen geprägt hätten, dass der Faschismus nur eine Ausprägung der Finanzherrschaft ist. Das ist etwas, was sich in der DDR eben dann auch fortgesetzt hat, diese Interpretation. Das heißt, deswegen wurde auch oft von Faschismus, nicht von Nationalsozialismus gesprochen. Also der NS war eigentlich eine Ausprägung des Faschismus. Damit wurde dann sehr, sehr viel auch ausgeblendet. Also dadurch, dass die DDR gesagt hat, sie hat den Kapitalismus überwunden, hat sie eben auch den Faschismus überwunden. Sie hat sich nicht als Nachfolgestaat gesehen. Aus dieser Sicht hängt der Faschismus des NS-Regimes also Hand in Hand mit dem Kapitalismus zusammen. Die kommunistisch ausgerichtete DDR hingegen ist nach dieser Logik antifaschistisch. In der DDR wurde bestimmt anders gelehrt wie in der BRD, ne, im Geschichtsunterricht. Gell? Ich weiß, als Kind war der Name Adenauer für mich gleichzusetzen mit Nazi. Ne? Das war so. Diese, ne? Überlieferung, ja. Ja, die ist schon anders gewesen wie in der BRD. Der Westen, der ist als Kapitalismus, ist der uns deklariert worden. Ja. Das war unser Feind. Mhm. Ne? Und dadurch hatten wir ein anderes Ansichtsverhalten, einen anderen Blickwinkel. Mhm. Aber heute ist das natürlich alles anders. Ja. So konnte man in der DDR der Schuldfrage und einer nachhaltigen Aufarbeitung aus dem Weg gehen. Trotzdem gab es vor allem in den Anfangsjahren weitreichende Maßnahmen zur Entnazifizierung, um sich gegenüber der Bundesrepublik als das bessere Deutschland zu inszenieren. Die Entnazifizierung wurde allerdings schon 1952 für beendet erklärt und der antifaschistische Kampf als Schlagwort für das kollektive Geschichtsbewusstsein geprägt. Gleichzeitig ging die Erinnerung an die Opfer immer stärker in eine politische Inszenierung über. Könnte man vielleicht sagen, dass es in der SED auch einen ganz großen Fokus auf sozusagen die sozialistischen Helden gab, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden? Also das will ich schon so sehen. Also es gab durchaus ab den 1940er Jahren, also das heißt ab 1947 auch Zusammenschlüsse, die VVN, die versucht haben, das zu integrieren, das heißt auch andere Verfolgte mit einzuschließen.
Diese VVN wurde aber aufgelöst in der DDR 1953 und ja, sozusagen ist das dann übergegangen, das wurde abgelöst von dem Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer. Und das waren dann überwiegend Parteimitglieder, also SED-Parteimitglieder. Und damit fand dann auch diese Hierarchisierung von Opfern statt, beziehungsweise die wurden dann aufgeteilt in passive Opfer. Das wären dann eben rassistisch verfolgte Menschen, religiös verfolgte Menschen beispielsweise gewesen, also jüdische Menschen, Roma und Sinti. Und dem gegenüber standen eben diese ja Helden sozusagen des antifaschistischen Widerstandskampfs. Das waren dann eben überwiegend auch ja, kommunistische Verfolgte oder auch kommunistische Gefangene in Konzentrationslagern, die dann eben als aktive Kämpfer betont und aufgebaut wurden in der Erinnerungskultur. Innerhalb der Jugendstunden wurde das Thema schon sehr, sehr krass behandelt. Und wie gesagt, das soll halt auch als Mahnmal weitergereicht werden, dass sowas nie wieder passieren darf. Und da hat man schon sehr, sehr großen Wert drauf gelegt, auch in der Schule bei uns. Während des DDR-Unterrichts, ob das jetzt Geschichtsunterricht war, auch diesen Arbeiterkämpfer, diesen Ernst Thälmann, ich weiß nicht, ob der Ihnen doch ein Begriff ist, der dann in Buchenwald ist er ermordet worden und über diese Geschichte wurde sehr viel berichtet, mussten wir auch Arbeiten schreiben, kleine Forschungsarbeiten. Wir waren ja auch Thälmann-Pioniere. Ja, wir waren Thälmann-Pioniere. Hm, genau. Deswegen hießen wir alle, also in der Grundschule waren wir Jungpioniere. Wir hatten ein blaues Halstuch und ab der 5. Klasse waren wir dann Thälmann-Pioniere mit dem roten Halstuch. Mit dem roten Halstuch, ja. Allerdings haben wir hier an der Gedenkstätte Laura auch gesehen, dass es in der DDR eine vielfältige zivile Erinnerungskultur durch kirchliche Gruppen, NGOs oder wie hier durch eine Arbeitsgemeinschaft von Schülern gab, die die NS-Vergangenheit erforschten und an unterschiedliche Opfergruppen erinnerten. Dieses Engagement und Durchhaltevermögen ist wirklich bemerkenswert. Vielen Dank für die spannenden Interviews und Berichte. So, wir fahren jetzt zur Thüringer Warte, müssen auf dem Weg noch was zu essen suchen. Bin mal gespannt. Der Wetterbericht hat gesagt, dass es total kalt wird heute und ich habe mir extra eine Pulli angezogen. 13 Grad sollen es sein. Jetzt ist es so warm hier, vielleicht auch durch die Skifahren heizt sich alles unglaublich auf. Ja. Ich habe gar keine Lust, meine Motorradjacke und den Helm jetzt anzuziehen. Ich schon, dann kriege ich nämlich keinen Sonnenbrand mehr. Das stimmt. Was für ein Berg! Aber jetzt sind wir über dem Berg. Ja, von nun an geht's bergab. Ach du Scheiße, ey, das arme Moped. In den vergangenen Tagen haben die Mopeds im Schiefergebirge wirklich viel geleistet. Bei meiner Schwalbe ist die Tachowelle kaputt und bei Silvio gehen die Lampen nicht mehr. Also, das hier ist eine Tachowelle. Die funktioniert so, dass hier so ein Metall, eine Metallwelle drin ist. Die dreht sich unten am Motor. Dadurch weiß der Tacho oben, wie schnell man fährt. Die muss einmal hier innen natürlich wieder eingebaut werden. Und ich habe das selber eigentlich nur gemacht, als ich das Moped neu zusammengebaut habe. Deshalb muss ich mir das jetzt erstmal genauer anschauen, wie das überhaupt geht. Mit vereinten Kräften ist die Welle zum Glück schnell ausgetauscht und wir können alles wieder zusammenbauen. Dann geht es hoch hinauf auf die Thüringer Warte, einen Aussichtsturm, der rund 200 Meter von der ehemaligen Grenze entfernt ist. Der Turm hat lange Zeit als Schaufenster in die DDR gedient und von hier oben haben wir einen fantastischen Ausblick über die Orte am grünen Band. Hier sieht man vor lauter Natur fast nichts mehr von dem ehemals gerodeten Todesstreifen der DDR-Grenze. Nach dieser kleinen Wanderung schwingen wir uns jetzt aber wieder auf unsere Mopeds und genießen bei herrlichem Sonnenschein die letzten Kilometer bis zu unserer Unterkunft am Rennsteig.